Der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags wird wohl länger zusammentreten als geplant. Der Hintergrund: Eine Ausschussmehrheit sieht beim Tod des Aussteigers Florian H. sowie beim Thema Verflechtungen der Polizei mit dem Ku Klux Klan noch Ermittlungsbedarf. Möglicherweise kommt es zum ersten Mal überhaupt zur Verlängerung eines Untersuchungsausschusses über eine Legislaturperiode hinweg. Im Kiesewetterkomplex zum Mord an einer Polizistin in Heilbronn hat eine LKA-Ermittlerin jetzt aktuell zu Protokoll gegeben, dass es keine Hinweise auf Verbindungen zur rechtsterroristischen NSU gebe. Der Ausschuss geht derweil von 10 weiteren Sitzungen aus.